Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Aurela, ich grüße dich. Du hast dich verliebt. Er ist noch gebunden. Du bist auch noch gebunden. Die Frage ist, wie geht mit deiner Liebe weiter? Wie trifft seine Entscheidungen und ob er dich liebt? Wie ist die Zukunft? Und dazu habe ich diese Legung ausgewählt. Und dieses Legesystem heißt der Garten der Liebe. Und in diesem Garten erscheint ein Liebespaar. Diese Dame symbolisiert dich und dieser Herr symbolisiert ihn. Erstmal betrachten wir deinen Gefühlen. Dieses Bild zeigt das Glück. Und du sollst auch diese optimistische Haltung haben. Und die Zahl 2 bedeutet die Zweisamkeit. Du und er. Das ist schon ein Hinweis, dass er sich trennt. Wie fühlt er sich? Nicht besonders gut, weil er befindet sich wie ein Labyrinth. Er fühlt sich gefangen. Er fühlt sich gefangen in seiner Beziehung und hat auch Ängste. Worüber machst du Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Buch. Und dieses Buch bedeutet Geheimnisse. Sei geheimnisvoll, umso interessanter bist du in seinen Augen. Und welche Gedanken hat er? Eine Trennung. Er wird sich von dieser Dame, von seiner Partnerin trennen. Welche Einflüsse habt ihr von außen? Bei dir spielt dieses Haus eine Rolle, das symbolisiert deine Familie, auch dieses Gefühl Sicherheit, Stabilität und Schutz, und genau dafür spricht auch die Zahl 4. Und welchen Einfluss hat er von außen? Das sind Auslandskontakte. Das kann auch familiär sein oder Bekanntschaft, Freundeskreis. Und welche Schritte sollst du tun? Das zeigt dieser Ring. Erstens bedeutet das Verbindungen, dass du überlegst, wie gehst du mit deiner jetzigen Partnerschaft um, bleibst du noch in dieser Bindung oder löst du dich davon und wie ist die Verbindung zu ihm. Außerdem symbolisiert dieser Ring auch wiederkehrend. Jemand wiederkehrt sich in dein Leben. Und das bedeutet, entweder ihr beide habt eine karmische Verbindung und er kehrte zurück von früher, von Vergangenheit, weil ihr kennt euch von früheren Leben. Bedeutet auch, dass du keine Angst haben sollst, falls er nachdenklich ist oder zurückzieht, weil er wiederkehrt immer wieder wie ein Bumerang. Welche Schritte macht er? Das steht noch im Sternen geschrieben und das heißt, er spürt die richtigen Augenblicke im Leben und er ist glücklich mit dir. Dieser Garten hat auch einen Brunnen. Hier sprudelt dieses Wasser und zeigt eine Richtung und das ist die Zukunft. Und das heißt, als Zeitkarte Anfang Herbst, also ab September, kannst du damit rechnen, dass er trennt. Außerdem bedeutet dieser Baum, verwurzelt zu sein, dieses Gefühl zu haben, endlich angekommen zu sein. Aber zeigt auch Geduld.
weil das ist ein langsames Wachstum, aber immerhin ein Wachstum und es trägt auch Früchte. Zeigt auch Sicherheit und Stabilität. Und bei ihm bekommst auch den Halt. Er auch. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wird er trennen? Habt ihr diese Chance, in eine Beziehung einzugehen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, ihr habt diese Chance. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er will keine Beziehung. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt vielleicht. Vielleicht wird das was, vielleicht auch nicht. Was sagt die Pendel dazu? Kommt ihr in eine Beziehung? Ja, er wird das dir ermöglichen. Liebe Aurela, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.